Uga Chaga, Uga, Uga, Uga Chaga, Uga, Uga, Uga Chaga, Uga, Uga. I'm hooked on a feeling. Du, 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 du. I'm high on believing. Herzlich willkommen bei Wir sind Movies, heute mit einer neuen, ganz besonderen Kritik, und zwar zu Guardians of the Galaxy, dem neuesten Streich aus dem Hause Marvel, der das Marvel Cinematic Universe um 5 weitere schlagfertige Recken erweitern möchte. Und wir haben uns den Film angeschaut, wir haben den Film gefeiert, und wie sehr wir ihn gefeiert haben, seht ihr jetzt in der Kritik. Es geht darum, dass Peter Quill, a.k.a. Star-Lord, ein Artefakt gefunden hat namens The Orb. Denn erst nach der Hälfte des Films wird so ungefähr geklärt, was es ist. Also bis dahin ist es halt dann schon der MacGuffin des Films. Und ja, auf jeden Fall ist dann Gamora, eine Killerin, hinter diesem Orb her. Und Rocket Raccoon und Groot, also Groot ist ein Baum und Rocket Raccoon ist ein genmanipulierter, naja, eigentlich ein Waschbär. Ja, die sind Kopfgeldjäger, die sind dann hinter Peter Quill her. Und natürlich kommen die dann alle irgendwie in den Knast. Und da treffen sie dann Drax the Destroyer. Und so haben sich unsere 5 Helden gefunden, die dann zu den Guardians of the Galaxy werden. Weil sie nämlich ein Ziel verfolgen, nämlich zu verhindern, dass die Orb in die Hände von Ronan the Accuser gerät, der damit nämlich droht, den Planeten Xandar zu vernichten. Ich fand ihn gut. Selten hat man es bei einem Film erlebt, dass schon ein so großer Hype um ihn herum stattgefunden hat, bevor er überhaupt in den Kinos erschienen ist. Bei Guardians of the Galaxy war das so der Fall. Woran liegt das Ganze jetzt? Auf jeden Fall natürlich an der Qualität des Films und an seiner postmodernen Ausrichtung. James Gunn war der Regisseur. James Gunn hat sich mit Super Shut Up Crime, seinem sehr, sehr subversiven Superheldenfilm mit Rainn Wilson und Alan Page, absolut für die Regie empfohlen. Und er macht da auch das Beste eigentlich draus, was die Comic-Vorlage aus dem Hause Marvel ihm überhaupt liefert an Material. James Gunn macht vor allem eine Sache richtig, und das direkt zu Anfang. Er schert sich nämlich wenig um Erklärungen, was nicht auf die Hauptfiguren zutrifft. Die bekommen schon eine ordentliche Einführung, aber das Universum, in dem sie angesiedelt sind, das wird relativ wenig erklärt. Der Zuschauer wird eigentlich relativ flott da reingeworfen und muss sich erstmal selbst helfen, was natürlich bei vielen Filmen auch in die Hose geht. Guardians of the Galaxy verhilft es aber dazu, dass er ein konstant hohes Tempo bei der Erzählung vorlegt und auch jede Szene wirklich für mich nicht unnötig gewirkt hat, sondern im Gesamtkontext eine Rolle hatte. Und deswegen kann ich fast gar keine Kritikpunkte an Guardians of the Galaxy zunächst finden. Auch die Figurenkonstellation finde ich sehr gelungen. Besonders herauszuheben ist meiner Ansicht nach Chris Pratt als Leaderfigur, als Hauptperson, der das vorher ja noch nicht so oft gemacht hat, aber das bei Guardians wirklich ganz vernünftig macht. Zoe Saldana spielt die grüne Killerin Gamora. Die ist zudem noch die Adoptivtochter des Titanen Thanos, den man bei der Mid-Credits-Scene von The Avengers schon mal gesehen hat. Dann Chris Pratt spielt Peter Quill, a.k.a. Star-Lord. Bradley Cooper synchronisiert Rocket Raccoon. Vin Diesel synchronisiert Groot. I am Groot. Und Dave Bautista, den man als Batista natürlich kennt, den Wrestler, spielt Drax the Destroyer, und das ist schon ziemlich lustig, wenn man dann halt sieht, wie diese Konstellation Waschbär und Baum ungefähr so ist, wie die Star Wars Konstellation Wookie und Schmuggler, also Chewbacca und Han Solo. Ich fand ihn gut. Der Film ist zwar ein Tick weit overhyped, weil die Leute das dann irgendwie so als totale Offenbarung und als die Krönung des Filmemachens abfeiern, also man sieht das sehr, sehr oft in irgendwelchen Comments im Internet. Und natürlich ist das ein super starker Film. Absolut. Aber wie gesagt, er erfindet halt absolut nichts neu. Die Story ist auch relativ simpel im Endeffekt. Natürlich ist sie das auch bewusst. Aber wenn man dann hingeht und sagt, ja, alles ist postmodern und alles ist so gewollt, irgendwo muss sich ein Film natürlich auch an seiner, an seinem eigenen Ziel messen lassen. Denn das Ziel des Films muss, also ist auf jeden Fall in erster Linie Unterhaltung. Und das macht er auch fast perfekt. Am Anfang ist er vielleicht ein Stück weit wirr erzählt, weil natürlich von jedem so die Exposition erstmal vonstatten gehen muss.
Und man ist ein bisschen überfordert mit den ganzen Namen. Hier gibt's einen Planeten, hier gibt's eine Alien-Rasse, da gibt's irgendwelche Leute, die haben das und das gemacht. Die Gags finde ich auch stellenweise richtig, richtig urkomisch. Hier könnte man natürlich einen Kritikpunkt ansetzen, dass nicht jeder Gag funkt. Da das aber keine Komödie ist, sondern wie gesagt auch viele Drama-Anteile hat, finde ich das jetzt auch nicht so prekär. Der Kernpunkt, bei dem ich mit Markus auseinandergehe, ist einfach, dass ich mir denke, klar, der Film macht nicht viel anders als andere Filme vor ihm und ist deswegen auch garantiert nicht revolutionär. Aber, und damit mit dieser Aussage gehe ich auch konform, aber wenn ich es aus einem anderen Blickwinkel bedenke, wenn ich ein Junge im pubertären Alter wäre oder noch darunter, könnte ich mir gut vorstellen, dass dieser Film wirklich so ein All-Time-Classic für den wird und der noch in 10 Jahren davon erzählt, was für ein geiler Film das ist, weil dieser Film für ihn Science-Fiction mitgeprägt hat. Und natürlich wird er bestimmt auch irgendwann Star Wars sehen oder so, aber die Erinnerung, die er an den Film hat, ist dem durch nicht zu nehmen. Deswegen kann ich schon verstehen, dass viele Zuschauer, auch Kritiker, da eine bestimmte Magie in dem Film sehen, die ihn zu etwas ganz Besonderem macht. Und auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass es andere Filme gibt, die das schon gemacht haben. Aber wie gesagt, es kommt auch immer auf den Blickwinkel an. Die Geschichte ist dann auch super spannend, super spaßig. Die Schauwerte sind phänomenal, die Effekte sind super gut. Was hier bei Kostüm und Produktionsdesign gemacht worden ist, ist aller Ehren wert. Das sieht wirklich absolut fantastisch aus. Allerdings muss ich sagen, dass die Action halt teilweise, naja, auch ein bisschen zu wirr, zu hektisch ist, denn manchmal ist er halt relativ unübersichtlich. Man sieht jetzt nicht so genau, was passiert, also gerade so in den Prügelszenen, in den Handgemengen. Der Soundtrack ist wirklich fantastisch abgemischt und James Gunn traut sich auch, den Soundtrack relativ im Vergleich zu anderen Filmen relativ innovativ in den Film einzubinden. Und bei Szenen, wo man vielleicht denkt, dass hier eine dramatische Musik angebracht wäre, legt er halt einfach einen älteren Popsong drunter und löst die Szene damit auf. Und das fand ich schon richtig nice. Für meinen Geschmack hätte es sogar noch ein bisschen häufiger zu solchen, sage ich mal, abstrusen audiovisuellen Kompositionen kommen können. Ich fand den gut. Höchstwahrscheinlich der beste Marvel-Film bisher. Ich finde ja, alle sind gelungen, aber es hat mir immer so der Marvel-Film gefehlt, der wirklich so alle Register zieht und so ein perfekter Film ist. Das ist auch Guardians jetzt im Endeffekt nicht geworden, aber es ist auf jeden Fall der stärkste bisher. Es ist mit dem ersten Iron Man für mich der beste Marvel-Film und auch bei mir Thor 2 nicht so gefallen hat, ist die Richtung, die Kevin Feige und das Marvel-Universum momentan einschlägt, sowohl qualitativ als auch von der Figurenauswahl, eine Richtung, die ich gern bereit bin, mitzugehen. Woran liegt es jetzt konkret, dass ich dem Film sozusagen die Höchstwertung verwehre? Diese postmodernen Preschungen funktionieren meistens, aber nicht immer. Das ist auch genauso, also die Gags sind manchmal wirklich so ultra hilariös, da verpisst du dich fast vor Lachen im Kino. Und dann gibt es halt wieder Gags, die sind halt so, ja irgendwie so der Kniefall vom Mainstream. Und dann denkst du dir so, ja okay, da wäre jetzt vielleicht noch mehr drin gewesen, gerade wenn man es dann eine Sekunde vorher so als postmodernes Feuerwerk irgendwie erlebt hat und als Metaspielchen. Und ja, die Antagonisten muss man halt auch ein paar Abstriche machen, denn Ronan von Lee Pace gespielt ist halt ein solider Antagonist und Marius hat mich jetzt darauf hingewiesen. Fand ihn gut! Am Anfang sagt er sogar selber, auch natürlich total Meta, ja, ich weiß, dass ich nur das und das Ziel habe und dass das eigentlich relativ schlicht ist. Aber das reicht mir. Ist natürlich ein selbstreflexiver Kommentar, aber im Endeffekt muss der Film sich dann trotzdem an diesem Anspruch auch irgendwie messen lassen, zu unterhalten und was Neues zu machen. Und vielleicht ist auch zu viel Anspruch quasi so aufoktroyiert worden vom Publikum, weil jeder halt irgendwie so sagt, ja, ist mega geil, hat man noch nie gesehen. Doch, hat man schon gesehen, hat man auch schon besser gesehen, man hat es in dieser Form noch nicht gesehen. Aber wie gesagt, Lee Pace als Ronan gibt nicht allzu viel her. Nebula, die Stiefschwester von Gamora, die wird von Karen Gillan gespielt, die gibt zum Beispiel viel mehr her. Da hätte ich mir auch gewünscht, dass die ein bisschen mehr Screentime hat. Aber sei es drum, sie ist dabei und sie macht ihre Sache wirklich richtig gut. Daher gibt es von mir auch nicht die Höchstwertung, weil ich natürlich nicht nur den einen oder den anderen Blickwinkel einnehmen kann. Was bleibt mir zu sagen? 8 von 10? Die 8 von 10 ist es absolut. Aber es gibt von mir eine 9 von 10. Weil ich auch so finde, dass der Film eben diese Qualitäten besitzt, um ein All-Time-Classic zu werden. Aber es kommt wie immer bei Filmen auch auf den Geschmack des Zuschauers an.
Da James Gunn aber in Guardians of the Galaxy so unfassbar viel gute Akzente setzt, wäre für mich alles, was unter 9 liegt, eigentlich zu wenig. Vielleicht wird es auch irgendwann die 9 von 10 werden, aber an alle, die jetzt irgendwie gemeint haben, ja, der Film ist das aktuelle Comic-Verfilmungsmeisterwerk und schafft es, dem Genre des Abenteuerfilms oder der Komödie oder dem Science-Fiction-Film unglaublich neue revolutionäre Facetten abzugewinnen, das stimmt leider nicht. Guckt euch dann einfach mal Firefly, also die Serie von Joss Whedon an, oder den dazugehörigen Film Serenity, Flucht in neue Welten, oder auch Luc Bessons Das fünfte Element, denn das ist im Endeffekt zwar nicht genau dasselbe, aber genau dieselbe Grundausrichtung, nämlich dass das Ganze so ein Potpourri an bekannten Zutaten ist und das Ganze ein bisschen postmodern aufbereitet wird. Aber nichtsdestoweniger shiny war das trotzdem. So, ihr wunderbaren Menschen, das war unsere Kritik zu Guardians of the Galaxy. Wie ihr seht, decken sich Markus und meine Meinung nicht zu 100%. Und deswegen würde uns auch interessieren, was ihr denn von dem Film gehalten habt. Schreibt uns in die Kommentare, besucht uns bei Facebook, abonniert uns. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt, dann solltet ihr es spätestens tun, denn meine Drohung aus den letzten Filmchen von uns gilt immer noch. Wir explodieren, wenn wir nicht innerhalb von 24 Stunden 3000 Abonnenten haben. Und deswegen tut das und das andere auch. Geht ins Kino, schönes Wochenende, viel Spaß, tschüss.